keine Lust hat auf die Fummelei mit dem Forellenteig und dem Teigpropeller, für den gibt es dieses kleine Werkzeug, einen Forellenteigformer. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier zwei verschiedene Formen. Einmal für den Teigpropeller und einmal können wir so eine Art Bienenmade aus unserem Forellenteig formen. Kleiner Pro-Trick von mir. Ich benutze hier gerne das Flav Boost Spray von Zeit, die Knoblauch-Variante. Und damit sprühe ich mir diese Form einmal ein. Riecht schon echt krass nach Knoblauch. So, jetzt nehme ich mir hier einfach mal ein bisschen Teig, roll mir hier eine kleine Kugel, stecke den Haken hier einmal mittig rein, bringe mir das Ganze ein bisschen in Form. Jetzt lege ich den Teig hier in die Form. Hier vorne ist so eine kleine Aussparung für die Schnurführung. Dadurch, dass ich die Form vorher mit dem Flav Boost Spray eingesprüht habe, lässt sich der so entstandene Teigpropeller hier ganz leicht rauslösen. Ich muss nur die überstehenden Enden hier einmal so abfriemeln. So sollte es aussehen. Und wir haben unserem Teig mit dem Knoblauch Flav Boost Spray nochmal einen extra Boost gegeben, der auch die trägeste Forelle noch zum Anbiss verleitet.